Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich habe mir gerade krasses Essen gemacht, krasse Nudelsuppe. Ah, da ist ein Despota bei mir auf der Panzerwiese. Das muss ich mir leider holen. Das ist echt verführerisch, nicht zu gehen. Das Essen wird kalt, aber für das Despota, vor allem weil es mir entkommen ist, wird es jetzt Zeit, muss ich losgehen. So kurz vor dem Ziel. Ungefähr 5 Minuten noch da, geradeaus durch die Panzerwiese. Sollte kein Problem sein. Mal schauen, wer alles kommen wird. Es ist. Welcher Tag ist heute gerade? Mittwoch. Irgendwo 11 Uhr circa. Alle in der Arbeit. Schauen wir mal, ob ich ihn diesmal bekomme. Ich weiß gerade nicht, ob WP und IV gerade stimmen. Hätte ich Philipp nachfragen sollen. Er hat mich auch gefragt, ob ich auch unterwegs bin. Er wollte auch hinkommen, aber. Hat sich doch noch anders überlegt. Gefährlicher Hund. Hundemund. Noch 10 Minuten, easy locker geschafft. Also 10 Minuten ist er noch da und ich brauche keine Ahnung, 2-3 Minuten. Schauen wir mal. So, da vorne rechts müsste er sein. Einfach jetzt den Weg da rechts. Wenigstens ist da sogar ein Weg. Ist sogar das zweite Despota innerhalb einer halben Stunde oder so. Ist vorhin gerade eins gespawnt in Riem. Laut Scan aber nur Level 1, was aber nicht unbedingt stimmen muss. Und jetzt danach direkt noch der hier. Super saftig. Vorausgesetzt, ich bekomme ihn natürlich nicht so wie beim letzten Mal. Aber der andere war schon andere Liga, über 2200 WP, 96%. Keine Ahnung, wie viel der hier hat. Und App könnte ich jetzt eigentlich schon anmachen. Schauen wir mal. Kein Mensch hier außer mir. Was verständlich ist, weil alle anderen arbeiten. Und? Echt leidend. Ich habe mir echt super saftiges Essen gemacht. Aber für Despota muss. Und wo bleibt er? Wo bleibt er denn? Kurzer Blick auf die Map. Okay, ein bisschen weiter nach links jetzt. Ins Feld hinein. Da ist er ja. Super saftig, da ist er ja. Meine zweite Chance, Despota. Wie viel hast du? 1335. Gelbe Berge, scheiß drauf. Ich leg die Kamera mal kurz weg für Curveball. So, Curveball great. Bildschirm ist ein bisschen nass wegen Regen. Direkt drin geblieben, oh yes. Das ist auch ein neuer Dex-Eintrag und somit habe ich meinen Pokédex eigentlich voll. Muss noch ein paar Starter entwickeln. Hab von denen nur 100%, deswegen wollte ich die noch nicht sofort entwickeln, aber das war's. Byte Crunch. Schlechtes Derby, aber egal. Wenigstens haben wir den 20 Bären. Und jetzt zurück nach Hause, was essen. Ich glaube, ihr könnt die nicht sehen, weil meine Kamera nicht so weit zoomen kann. Ja, da sind zwei gekommen. Eine Minute haben die noch. Viel Glück an die. Ich pack's jetzt erstmal nach Hause und dann schauen wir mal, was ich mit dem Material mache, weil über 3 Minuten oder so kommt das Video sonst nicht. Schauen wir mal, was ich sonst noch den Tag hier treibe. Vielleicht kommt ja noch eins. So, wenn wir schon mal hier sind, hier ist auch eine gelbe Arena, die gehört eigentlich zu meinem Gebiet, aber haben wir halt während des Events verloren, hat noch keine Zeit, die zurückzuholen. Auch eine gute Möglichkeit, das neue Despota auszuprobieren. Na, das Schwächste ist Ursaring 1,8, okay.
trainieren wir uns schnell mal rein. Es regnet, deswegen pushe ich die mal nicht auf 6, 7, 8 oder so, 10. Das reicht schon so. Wie fährt der? Ich hab's wieder vergessen, 1, 8 oder so. So, nehmen wir es mal. Verrücktes Team. Oh mein Gott, super effektiv. Fuck. Oh mein Gott. Eine schnelle Runde, dann setzen wir uns rein. Oh mein Gott, Playroff. Oh mein Gott. Ist echt schwer, Runde zu machen und gleichzeitig zu gehen. So. Wo ist er gegen die Down? Raichu für Garados. Oh mein Gott, da ist ein 3-2 Relaxo drin von Chris. Ich glaube, den packen wir nicht mit diesem Team. Oh mein Gott, dagegen wird schlimmer. Ich glaube, ich schneide es an dieser Stelle und dann sehen wir uns, nachdem ich mich reingestellt habe. Es fehlen genau 50. Echt leidend. Die kann man auch schnell mit einem normalen Kampf machen, indem man stärker ist. Der bringt Minimum 100. Sitzt genau drüber. Tut mir leid, Chris, dass ich mich über dich gesetzt habe. Aber so verteidigt dein Relaxo die Arena. Macht mehr Sinn, schwerer durchzukommen. So, das war's. Keine Ahnung, was am Ende noch passiert ist. Ich glaube, ein Regentropfen ist irgendwie in das Mikro gekommen. Auf jeden Fall habe ich noch gesagt, dass ich mich über Chris gestellt habe. Sorry, Chris. Und sein Relaxo. Aber es ist besser, wenn das Relaxo weiter unten ist, damit es noch die Arena verteidigt, anstatt ganz oben. Die Jungs haben die Arena auch auf Level 7 dann nachgepusht, aber ist auch schon wieder runter auf 4, also die Arena muss man direkt auf 10 machen, sonst hält die nicht. Ansonsten endlich Despotter gefangen, gut für den Eintrag, aber mehr leider auch nicht, und 20 Bonbons natürlich. Aber ein gutes Despotter habe ich bisher leider immer noch nicht und auch keine guten Lavitas, die ich entwickeln kann oder werde. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Despotters ihr habt, wie viele ihr wild gefangen habt. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, vergesst nicht Pokémon ist your business.